Ich habe heute meine Top 10 Foodie-Düfte für euch. Bis gleich. Hi ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie immer sind alle neuen Zuschauer herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Jasmin und wir quatschen hier über Parfums, Duftkerzen und Duftwachse. Wie eben schon erwähnt, habe ich für euch heute meine Top 10 Foodie-Düfte im Bereich Kerzen und Duftwachs. Ich muss dazu sagen, reine fruchtige Düfte zum Beispiel werdet ihr hier nicht finden in diesem Video. Ich verbinde Foodie mit dekadent und schlotzig im Sinne von Buttercreme, gebäckige Noten wie Cupcake, Kuchen, Keks, sowas in die Richtung oder üppige Vanillecreme, üppige Marshmallowcreme. Das ist für mich Foodie und diese Düfte, die werdet ihr heute in diesem Video auch finden. Los geht's mit dem Video. Ich beginne zuerst mit meinen Top-Foodie-Düften, was Handmade betrifft. Und zwar hätte ich hier einmal Butterbier Latte von Vermont Lights. Ja, es ist ein Kaffeeduft. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum nimmt sie einen Kaffeeduft als Foodie mit rein? Wegen gebäckige Noten, ne? Vanillecreme und sowas. Ja, Leute, hier ist unter anderem Marshmallow drin und diese Note kommt auch warm sehr gut zum Vorschein. Wir haben hier Kaffee drin, hier ist Marshmallow drin, ich weiß jetzt gar nicht, ob Vanille hier drin war, Karamell, ich glaube Karamell war noch drin. Ich finde, im kalten Zustand hat man eine Kaffeenote, aber nicht im Sinne von bitter oder schwarzer Kaffee, der hat schon was von Milchkaffee oder Latte Macchiato. Dann hat er so einen Hauch Karamell, was mitschwingt. Marshmallow kriege ich kalt noch nicht. Die Marshmallow-Note habe ich kalt definitiv noch nicht. Aber Leute, wenn der Duft warm ist, meine Güte, der ist warm. Oh Gott, der ist warm im Traum. Im warmen Zustand habe ich einen Latte Macchiato mit einem Hauch Karamell. In den wurde eine ordentliche Portion Marshmallow-Creme eingerührt. Der ist so lecker und foodie im warmen Zustand. Ich liebe Butterbier Latte wirklich sehr. Das ist auch ein Kaffeeduft, den ich mir gefallen lasse, denn ich bin nicht so die Kaffeenase, zumindest wenn es um Düfte geht. Ich trinke gern Kaffee, ich trinke gern Latte Macchiato. Ich kann mir ein Leben ohne diese beiden nicht vorstellen. Aber in Düften und Raumdüften ist es mit Kaffee ein bisschen schwierig bei mir. Aber den finde ich toll. Und das ist für mich definitiv ein Foodie-Kaffeeduft, da im warmen Zustand wirklich eine große Portion Marshmallow-Creme für meine Nase durchkommt. Die Performance von Butterbier Latte, super. Super, super, super. Wenn ich den in der Teelichtduftlampe düftelte, der beduftet über viele Stunden die komplette Küche und ich nehme den wirklich sehr gut war. Wollt ihr euch so ein bisschen an Kaffeedüfte heranwagen, sie mal testen, aber nicht zu starke Kaffeenoten in dem Duft haben, dann schaut euch mal Butterbier Latte an. Ich finde wirklich, das geht eher in die Richtung Latte Macchiato und wie gesagt im warmen Zustand viele Marshmallow-Creme mit dabei. Oder ihr seid Kaffeenasen, mögt aber zu starke Kaffeenoten nicht, dann solltet ihr euch den auch unbedingt mal anschauen. Kommen wir zum nächsten Duft von Vermont Lights und zwar Pekan-Nusskuchen. Ja, den finde ich auch richtig toll. Das ist ein richtig schöner Foodie-Duft. Wir haben hier kurige Noten drin, Pekannuss. Ach, ich weiß gar nicht mehr, was alles drin war. Ich glaube, Vanille war noch hier drin, irgendwas Mandeliges. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Oh, aber den finde ich toll. Der ist richtig schön. Der gefällt mir auch kalt schon sehr gut. Man hat im kalten Zustand schon eine kurige Note, Bakery, aber gebackener Kuchen, kein roher Kuchenteig. Dann hat er schon so ein bisschen was. Von Pekannuss auf jeden Fall. Ich finde, der hat so ein bisschen was Vanilliges. Der hat eine Süße drin, ist aber nicht zu süß. Also es ist kein Plombenzieher. Der ist ganz toll. Ich finde, der hat noch so ein leicht geröstetes Aroma drin. Ja, der ist richtig schön. Und ich finde den auch warm. Grandios, muss ich sagen. Auch warm. Es ist ein sehr schöner Duft. Wir haben auch warm den gebackenen Kuchenteig, die Pekannuss. Der hat so ein bisschen was Geröstetes, finde ich auch warm. Der wird ein bisschen süßer. Ist aber nicht zu süß, auch warm, kein Plombenzieher. Der hat auch so ein bisschen was, ich weiß nicht, ich würde sagen Vanilliges drin. Ist ein richtig toller Duft. Das Einzige, was ich bemängele, das sagte ich ja schon, ist für meine Nase die Performance. Ich nehme den nicht gut wahr.
Ich hatte ein Bröckchen in der Teelichtduftlampe, ich habe den so gut wie gar nicht wahrgenommen. Dann habe ich ein zweites Bröckchen hinterher geschossen. Dann habe ich ihn wahrgenommen, aber auch mehr schlecht als recht. Ich finde es so schade, der Duft ist so, so schön. Und eben weil ich ihn nicht sehr gut wahrnehme, werde ich ihn mir auch nicht nachkaufen. Denn wenn ich da drei Bröckchen in die Duftlampe knallen muss, muss ich ja permanent den Duft hier kaufen, da das Snapper hier so schnell leer ist. Finde ich sehr, sehr schade. Aber dennoch ist es einer meiner liebsten Foodie-Düfte und aus dem Grund, auch wenn ich ihn nicht nachkaufen würde, musste der natürlich mit in dieses Video. Ich habe noch einen dritten Handmade-Duft von Vermont Lights und zwar Orangenkuchen. Ich glaube, hier haben sich einige schon gedacht, dass der mit hier rein muss. Ja, wir haben hier Rührkuchen als Note. Ich glaube, Vanille, Orange, Kokos, glaube ich, war noch drin. Karamell, glaube ich, war noch gelistet. Oh, der ist leider gebrochen. Schade. Oh mein Gott, der ist so schön. Man hat im kalten Zustand schon diese Foodie-Note, diese Kuchennote. Es ist aber definitiv ein roher, heller Kuchenteig. Dann hat er auf jeden Fall schon was Orangiges drin. Sehr, sehr lecker. Oh Gott, ich finde den fantastisch. Und ich bin ja jetzt nicht so die Orangendüftlerin. Egal ob in Parfum oder in Raumdüften. Aber hier finde ich diese Orangennote so wunderschön. Der hat so ein bisschen was Vanilliges drin. Karamell habe ich eigentlich gar nicht. Koko ist, oh, das ist so Fitzle. Das nehme ich eigentlich nicht wirklich wahr. Oh Gott, ich finde diesen Duft wirklich so, so schön. Und ich finde, dass man im warmen Zustand auch diesen hellen, rohen Rührkuchenteig hat. Ich würde mal behaupten, das ist für mich so ein heller, vanilliger Rührkuchenteig. Man hat dann auch warm eine sehr schöne Orangennote. Karamell kriege ich auch warm nicht wirklich. Ich finde aber im warmen Zustand nehme ich diese Kokosnote, dieses Fietzle, ein bisschen mehr wahr. Es ist aber vorrangig wirklich so ein roher, vanilliger, schlotziger Kuchenteig mit Orange. Ich finde den wirklich fantastisch. Und ich finde auch die Performance wirklich gut. Ein Bröckchen in der Teelichtduftlampe, der ballert mir wirklich fast den ganzen Tag durch die Küche. Ich nehme den immer wahr. Ich habe den immer in der Nase. Das ist ein richtig toller Duft. Den kann ich euch auch empfehlen, falls ihr auf der Suche seid nach einem Kuchenduft, nach einem Foodie-Duft, der wirklich was von rohem, vanilligen Kuchenteig hat mit Orange. Das ist ein ganz toller Duft. Dann kommen wir nun zum letzten Wachs dieses Videos. Danach folgen die Kerzen. Ich hatte einen Duft von Sensi für euch und zwar Lemon Coconut Chiffon. Ja, den musste ich unbedingt testen. Der musste in den Club rein. Der klang von den Noten her richtig gut. Wir haben hier Zitrone drin, Kokosnuss. Mal, was war denn die dritte Komponente? War das Kuchen? Ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich finde den fantastisch. Der ist so schön. Oh Gott, der ist so schön. Oh, yummy und lecker. Im kalten Zustand eine gute Portion Zitrone. Hier unten nehme ich diese Zitrusnote auch wirklich noch intensiver wahr. Der hat schon so ein bisschen was von Kuchen drin, so ein bisschen, aber eher gebackener Kuchen, gebackener heller Kuchenteig, so ein Mühchen. Im Vordergrund steht für mich aber kalt definitiv die Zitrone. Dann so ein bisschen heller gebackener Kuchenteig. Der hat im kalten Zustand ein Mühchen Kokosnuss, wirklich nur ein Müh. Oh, ich finde den aber kalt schon so schön. Oh, ich finde den kalt schon so schön. Und Leute, im warmen Zustand ist der Duft wirklich eine Wucht. Im warmen Zustand riecht für mich Lemon Coconut Chiffon nach einem gebackenen Zitronenkuchen mit, ich würde schon sagen, Kokoscreme. Denn der kriegt im warmen Zustand definitiv einen cremigen Einschlag, meiner Meinung nach. Der hat im warmen Zustand, obwohl er zitrisch ist, auch eine angenehme Süße, die mitschwingt. Der ist jetzt nicht nur zitrisch, aber auch nicht nur süß. Der hält so die Waage, was das betrifft. Ich finde den so fantastisch. Und wie gesagt, diese Kokosnote, die hat für mich was Cremiges im warmen Zustand. Die kommt ein bisschen mehr durch, finde ich, warm und hat was Cremiges. Und dann riecht es wirklich für mich nach einem cremigen Zitronen-Kokoskuchen. Der ist so schön, ich finde den fantastisch. Und der ist so yummy und foodie und lecker. Ich finde auch die Performance sehr gut von dem. Ich hatte zwei Bröckchen in der
elektrischen Duftlampe und habe den über viele Stunden sehr gut in meinem Wohnzimmer wahrnehmen können. Und ich muss ehrlicherweise sagen, der hat einem meiner liebsten Düfte den Rang abgelaufen, und zwar Lemon Biscotti von Chestnut Hill. Diese beiden Düfte sind sich sehr ähnlich, aber beim Lemon Biscotti hat man wirklich im warmen Zustand eher so einen Keksteigmoment, den man riecht. Und diese Kokosnote, die da drin ist, die Kokosglasur, die nehme ich eher schwach wahr. Bei Lemon Coconut Chiffon hat man warm eher diese kuchige Note mit drin und die Kokosnote kommt ein Mühchen mehr durch und der Duft wird warm, ein bisschen cremig. Cremig wird Lemon Biscotti gar nicht. Also die sind sich schon sehr ähnlich, aber ich muss sagen, der Lemon Coconut Chiffon, der ist Granate. Und wie gesagt, der hat Lemon Biscotti den Rang abgelaufen, muss ich so sagen. Oh Gott, der ist so wunderschön, der ist so, so schön. Ich glaube nur, den gibt es jetzt nicht mehr zu kaufen. Berichtigt mich, falls ich falsch liege. Ich glaube, es war ein Bring Back My Bar. Kann das sein? Wir hatten doch im Januar die aktuellen Bring Back My Bars, die zurückgekommen sind. Ich glaube, da war der mit dabei. Den kriegt man jetzt so nicht mehr zu kaufen. Aber ich habe in einem Video schon erwähnt, das ist schon länger her, ich glaube, das habe ich schon mehrfach gesagt, es gibt zum Beispiel bei Facebook, was Sensi betrifft, Tauschgruppen oder Gruppen, wo Sensi-Düfte verkauft werden. Da könnt ihr mal durchstöbern, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass da mit Sicherheit irgendjemand den Duft anbietet. Der ist wunderschön. Wunderschön und für meine Nase aus meiner Sammlung definitiv ein Top 10 Foodie-Duft. Dann kommen wir nun zu meinen Kerzen. Ich hätte hier eine von Bath & Body Works und zwar Vanilla Pumpkin Marshmallow. Das ist so ein schöner Foodie-Duft. Ich muss sagen, ich verbinde Pumpkin nicht unbedingt mit Foodie. Aber der ist Foodie, anhand von den Noten auch schon. Wir haben hier tahitische Vanille, Pumpkin-Gewürz, Homemade Marshmallow, also hausgemachter Marshmallow und getröpfeltes Karamell. Und Leute, der Duft ist Granate. Der ist so schön. Wenn man das erste Mal am Wachs riecht, wenn die Kerze noch nicht gebrannt oder gewummert wurde, ich sag dir ja schon mal, ich finde, im Deckel riecht das dann immer so, habe ich einen sehr weichen Pumpkin, weiche Gewürze, ja, Vanille, Marshmallow weit im Hintergrund. Also man nimmt es schon wahr, aber ist nicht sehr dominant. Und auch die Karamelltropfen sind für mich eher im Hintergrund. Aber der ist warm. Wenn der im Raum umher war, war das der so schön. Wir haben, wenn der Duft im Raum umher wabert, für meine Nase einen cremigen Marshmallow-Vanille-Duft untermalt mit einer weichen Pumpkin-Note, einer sehr weichen, nicht erschlagenden Würze. Die Würze nehme ich aber fast gar nicht wahr. Und ganz weit im Hintergrund sind dann auch so diese Tröpfchen Karamell. Der ist wirklich süß. Also der hat schon was süß-schlotziges, vor allen Dingen im warmen Zustand. Der ist richtig toll. Der ist so schön foodie und dekadent, weil für meine Nase halt viel Marshmallow durchkommt warm und viel Vanille. Diese Pumpkin-Note, die Pumpkin-Gewürze und dieses getröpfelte Karamell. Ich würde sagen, diese Noten unterstreichen den Duft so leicht. Der ist fantastisch. Der ist fantastisch. Der ist auch wirklich was für Menschen, so wie ich, die zu starke Pumpkin-Düfte nicht mögen. Dann schaut euch den echt mal an, der ist richtig toll. Die Performance von dem Duft ist auch super. Unter der Beacon nehme ich den hervorragend wahr. Der ist so schön und das ist auch einer meiner liebsten Foodie-Düfte. Dann kommen wir zu Goose Creek. Ich hätte hier einmal Vanilla Sands. Ja, den finde ich auch so schön und das ist für mich definitiv ein Duft, den ich in die Richtung Foodie schiebe. Ich finde den fantastisch. Gott, ist der schön. Gott, ist der schön. Ich weiß die Noten hier alle nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, vanillefarbener Sand war gelistet. Sahne war noch gelistet. Es kann sein, dass noch Lotus oder irgendwas gelistet war. Ich glaube, es war eine florale Komponente drin. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Es ist aber definitiv kein floraler Duft. Denn diese florale Note, ich glaube, es war Lotus, die kriege ich nicht. Was ich bekomme, oh Gott, ist eine trocken pudrige, angenehm süße, sehr sahnige Vanille. Ich habe sowas noch nie gerochen. Ich finde den Duft so schön.
Gott ist der schön. Gott ist der schön. Ich finde diesen Duft eben Foodie, weil es für meine Nase eine sehr sahnige Vanille ist. Der ist zwar sehr pudrig, der Duft. Es ist eher so eine trockenpudrige Vanille, die aber schon eine schöne Süße drin hat, ist aber nicht zu süß und die ist eben sehr, sehr sahnig. Und aus dem Grund ist das für mich ein Foodie-Duft. Der ist schön. Der ist so schön. Ich sag ja, ich habe sowas noch nie gerochen. Man hat ja oft eher so cremige Vanille. Es kann auch mal cremige Vanille sein, die, ich sag mal, was leicht Pudriges hat oder eher so Buttercreme-Vanille. Wir haben hier definitiv eine trockene, pudrige, sehr sahnige Vanille. Und das finde ich toll. Das habe ich echt so noch nicht gerochen. Oh, du lieber Gott, der ist so schön. Der ist richtig toll. Die Performance von Vanilla Sands unter der Beacon. Super. Ich nehme den Duft hervorragend wahr. Ich düftele den gerne im Wohnzimmer. Und immer wenn ich den düftele, nehme ich den hervorragend in meinem Wohnzimmer wahr. Ich finde es aber sehr, sehr schade, dass ich den bis jetzt in deutschen Videos noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob manche den schon getestet haben von meinen YouTube-Kollegen und Kolleginnen. Liebe Grüße an euch. Und den nicht gut finden. Oder ob sie den einfach nicht auf dem Schirm haben. Ich finde den fantastisch. Ich finde den auch außergewöhnlich, weil es eben eine sahnige, sehr trockenpudrige, aber doch süße Vanille ist. Keine Vanille mit Buttercreme, keine Vanillecreme. Wirklich eine sehr sahnige, trockenpudrige, schön süße Vanille. Aber nicht zu süß. Der ist fantastisch. Der ist fantastisch. Seid ihr Vanille-Liebhaber? Und wollt wirklich mal eine sahnige Vanille schnuppern, die schon eine angenehme Süße hat, aber trockenpudrig noch dabei ist, dann schaut euch definitiv mal Vanilla Sands von Goose Creek an. Der ist wunderschön. Der nächste Goose Creek Duft, der für mich definitiv Foodie schreit, wäre Vanilla Snow Angels. Ich liebe den Duft. Ich habe euch hier schon so viele Arien zugesungen. Ich finde den so schön. Oh mein Gott, der ist so schön. Der ist toll. Wir haben hier einen minzigen Vanilleduft, aber ich finde die Minze hier drin sehr, sehr weich. Ja, ist eine sehr weiche Minznote. Die hat, finde ich, nichts Stechendes. Für mich hat die eher so einen süßlichen Touch noch mit drin, diese Minze hier. Und wir haben hier Vanille, aber nicht einfach nur Vanille. Wir haben in diesem Duft Vanillecreme und das kriegt man auch. Es ist, wenn man jetzt am ungewurmerten Wachs riecht, Vanillecreme mit Minze. Aber wie gesagt, die Minze ist sehr angenehm. Ich fand den ja im kalten Zustand schon sehr schön. Aber im warmen Zustand ist der Duft eine Granate. Oh Gott, der ist so schön. Im warmen Zustand steht im Vordergrund definitiv diese dekadente, üppige, süße Vanillecreme. Und diese wird begleitet von einer sehr weichen und wunderschönen Minznote. Ich finde den Duft fantastisch. Ich finde den richtig toll. Und ich finde, dass der im warmen Zustand so eine ganz leichte, kuchige Note bekommt. Vielleicht spielt mir mein Näschen da einen Streich. Ihr dürft es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch so geht. Kalt kriege ich diese kuchige Note nicht. Im warmen Zustand eben viel üppige, dekadente, süße Vanillecreme. Begleitet von einer sehr weichen, wunderschönen Minze. Und im Hintergrund warm. Schwingt so ein ganz hauchzarter, kuriger Moment mit. Den habe ich, wie gesagt, kalt nicht. Bitte, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, kennt ihr diesen Duft und geht es euch auch so, dass ihr im warmen Zustand so eine ganz zarte, kurige Note im Hintergrund habt? Das würde mich mal sehr interessieren. Die Performance von Vanilla Snow Angels, super. Auch hier unter der Beacon im Wohnzimmer. Ich nehme den Duft hervorragend im Raum wahr. Oh, der ist so schön, der ist kalt schon toll und warm. Oh, absolute große Liebe. Dann kommen wir jetzt zu Yankee Candle und zwar Vanilla Creme Brûlée. Habe ich euch auch schon so viele Arien zugesungen. Ich finde den so schön und ich glaube, ich bin eine von wenigen, die Signature Gläser so toll findet. Ich finde die fantastisch. Oh, und dieser Duft. Der Duft, der ist so schön. Der ist richtig toll. Also von den Noten her weiß ich noch, es ist sehr viel los hier drin. Ich meine, hier war
Ich weiß jetzt nicht, ob Karamell hier drin war, Vanille. Ich glaube, es sind sogar Beeren gelistet im Opening, aber die habe ich überhaupt nicht. Nougat, Praline, irgend sowas war, glaube ich, noch gelistet. Ganz ehrlich, von den ganzen Noten, die gelistet sind, kann ich jetzt nicht sagen, ich rieche definitiv das oder das. Was ich kriege, ist Vanille und Karamell ohne Maggi-Einschlag. Also das Karamell hier drin hat kein Maggi, ist eine richtig schöne Foodie-Karamellnote. Und für mich riecht Vanilla Crème Brûlée nach einem Mix aus Vanillepudding und Karamellpudding. Ganz kurz und knapp gesagt, Vanillepudding gemischt mit Karamellpudding. So riecht für mich Vanilla Crème Brûlée. Und ihr braucht da auch keine Angst haben, dass man dort diese karamellisierte Kruste von Crème Brûlée rausriecht. Denn manche, denke ich, verbinden sowas Karamellisiertes auch mit verbrannt. Das hat man hier definitiv nicht. Für mich wirklich Vanillepudding gemischt mit Karamellpudding. Sehr süß, sehr dekadent. Der hat auch so ein bisschen was schon Reichhaltiges drin, weil ich finde, Vanille und Karamell haben ja für sich schon was sehr Üppiges, Reichhaltiges und gemischt zusammen. Ja. Und der wird auch schön cremig warm. Der ist süß, foodie. Oh. Der ist so schön. Ich finde den richtig toll. Ja, die Performance unter meinem Candle Warmer finde ich ganz gut, muss ich sagen. Also ich finde für meine Nase, es ist kein Wumser. Ich nehme ihn aber wirklich gut wahr. Und man merkt, dass hier auch anderes Wachs in den Signature-Gläsern drin ist, als in den Apothekengläsern, die man von Yankee Candle kennt. In diesen Apothekengläsern ist Paraffinwachs drin. Das merkt man auch. Das schmilzt langsam. Es dauert ewig, bis sich mal ein großer Pool gebildet hat. Bei den Signature-Gläsern, ich denke, es ist Sojawachs, was hier drin ist, ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, schmilzt das Wachs unheimlich schnell. Und ich habe bei dieser Kerze hier nach ungefähr 3 Stunden bestimmt so einen Pool. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also das ist schon einiges, ne? Also der Pool, der ist riesig bei dieser Kerze. Und wenn dieser Duft nicht Foodie schreit, dann weiß ich es auch nicht. Und da es einer meiner liebsten Foodie-Düfte ist, erscheint er natürlich hier im Video. Der nächste Top 10 Foodie-Duft aus meiner Sammlung wäre Rainbow Cookie von Yankee Candle. Ach, den finde ich auch so schön. Das war auch Love at First Sniff. Du lieber Gott, der ist so schön. Der ist richtig toll. Ich weiß die Noten hier alle nicht aus dem Kopf. Ich glaube, Buttercreme war drin, Pfirsich war drin. Oh, was waren hier noch drin? Ich kann es nicht mehr sagen. Ich werde euch die Noten ja einblenden. Das wisst ihr ja. Oh, der ist richtig schön. Den kann man auch eigentlich kurz und knapp beschreiben. Der riecht für mich nach Pfirsich-Buttercreme. Für mich riecht der nach Pfirsich-Buttercreme. Punkt. Da gibt es eigentlich sonst nichts dazu zu sagen. Gott, der ist so schön. Ja, für mich Pfirsichbuttercreme. Einige sagen, dass der für die so nach Pfirsichjoghurt riecht. Ja, ich verstehe die Assoziation, aber für mich hat der eher was von Pfirsichbuttercreme. Also ich würde eher in die Richtung Pfirsichbuttercreme gehen. Boah, der ist richtig toll. Die Pfirsichnote nimmt man gut wahr. Ich finde aber, die erschlägt einen nicht, weil zu starke Pfirsichnoten mag ich jetzt auch nicht. Das ist auch im Parfum so. Man hat aber auch wirklich eine sehr gut wahrzunehmende für meine Nase Buttercremenote. Und ich finde diese Kombination mega schön. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Fan von Pfirsich. Ich bin auch nicht so der Fan von Buttercreme. Aber die Kombination aus diesen beiden finde ich fantastisch. Finde ich fantastisch. Der ist schon dekadent, schlotzig, süß, cremig, fruchtig. Der ist ganz toll. Das Einzige, was ich sehr schade finde an dem Duft, ist die Performance. Ich finde die nämlich nicht so gut, muss ich sagen. Unter meinem Candle Warmer nehme ich sie ganz gut wahr, aber das ist kein Biest. Also der dürfte ein bisschen mehr Wumms haben, meiner Meinung nach. Wie empfindet ihr denn Rainbow Cookie? Findet ihr auch eher, das geht in die Richtung Pfirsich-Buttercreme oder seid ihr auch die Näschen, die sagen, oder das Näslein, die sagen, was ist das für ein Deutsch? Oder seid ihr auch diejenigen, die sagen, das geht eher in die Richtung Pfirsich-Joghurt? Würde mich mal interessieren, wie ihr den so wahrnehmt. Und was mich auch interessiert bei dem Duft, wie findet ihr denn die Performance? Findet ihr die wirklich super und eure Nase nimmt den sehr gut und stark wahr? Oder geht es euch so wie mir, dass ihr sagt,
Der könnte ein bisschen mehr Wumms haben, also es ist nicht der intensivste Duft. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Kommen wir nun zum letzten Duft, der Top 10 Foodie-Düfte. Und das ist auch der Duft, der mir direkt als erstes eingefallen ist, als ich dieses Video geplant habe. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht überrascht sein, dass er auftaucht. Und zwar Mary Berry von Yankee Candle. Der musste hier mit rein. Wir haben hier einen Pfirsich-Himbeer-Duft, aber der hat definitiv einen Foodie-Einschlag. Ich sage euch auch warum. Ich habe ja zu Anfang gesagt, so extrem fruchtige Düfte wird man in diesem Video nicht finden, da ich Foodie eher mit Bakery verbinde, Kuchen, Plätzchen, Vanillecreme, Marshmallowcreme, Buttercreme, sowas in die Richtung. Wir haben hier Butterkeks drin und im warmen Zustand kommt die, finde ich, sehr deutlich heraus. Da nimmt man die sehr deutlich wahr und aus dem Grund ist der auch mit hier in diesem Foodie-Video mit drin. Gott, ich finde den toll. Wir haben hier einen fruchtigen Mix aus Pflaume und Himbeere. Und ich finde auch die Pflaume hier drin, die hat so was Sämiges mit drin. Den Butterkeks muss ich sagen, wenn ich jetzt so im Deckel rieche, so riecht ja auch die Kerze ungewurmt und ungebrannt. Ganz weit im Hintergrund. Also meine Nase pickt die nicht sonderlich auf. Für mich riecht es kalt wirklich eher nach einem Mix aus Himbeer und Pflaume. Wobei für mich eigentlich die Pflaume eher im Vordergrund steht für meine Nase. Fruchtig, nicht zu süß, aber wie gesagt, diese Butterkeksnote ganz weit im Hintergrund, die kriege ich fast gar nicht. Aber warm. Oh, also, der ist so schön warm. Im warmen Zustand hat man auch noch diesen Mix aus sämiger Pflaume und Himbeere. Fruchtig, schon süß, der wird aber ein bisschen süßer im warmen Zustand und die Butterkeksnote, die kommt definitiv deutlich raus. Ich kriege auch so ein Mühchen Tonkabohne im Hintergrund. Für mich ist es warm wirklich dann ein Mix aus sämiger Pflaume, Himbeere mit Butterkeks, mit einem Hauch Tonkabohne im Hintergrund. Ja, so würde ich Mary Berry beschreiben. Ja, ich würde sagen, man hat auch so einen leichten Puderzucker-Vibe im warmen Zustand, als wären die Plätzchen gebacken. Dieser Pflaumen-Marmelade-Mix ist natürlich mitgebacken. Und dann hat man am Schluss, als die Plätzchen erkaltet waren, so ein Mühchen Puderzucker noch drüber gestäubt. Meine Güte. Dann hat man die gebackenen Kekse am Schluss mit ein bisschen Puderzucker bestäubt. Aber vorrangig wirklich warm. Ein Butterkeks mit Pflaume und Himbeere. Und ich habe, wie gesagt, im Hintergrund noch, oh Gott, ey, so ein Hauch Tonkabohne mit drin. Das ist generell einer meiner allerliebsten Düfte. Und wie gesagt, der musste ja hier in das Video mit rein, definitiv. Ich finde die Performance von Mary Berry hervorragend. Ich habe ihn damals durch eine Motivkerze kennengelernt. Die habe ich mir zu Waxcrumbs verarbeitet und in die elektrische Duftlampe geschmissen. Alter Schwede. Und diese zerkleinerte Motiv in der elektrischen Duftlampe hatte schon so viel Power. Er hat mir fast die ganze Wohnung beduftet. Und ich hatte mich ja damals wirklich so in den Duft verliebt, dass ich mir dann die Kerze gekauft habe. Und ich finde, unterm Candle Warmer hat meine Kerze auch so viel Wumms, dass die mir fast die ganze Wohnung beduftet. Die ist so intensiv. Und ich meine, ich versuche das mal einzufangen, man das sieht. Also man sieht schon, dass da oben, seht ihr das, ein bisschen Duftöl rauskommt. Ich hoffe, man kann das sehen. Also die hat schon richtig Wumms, finde ich, unterm Warmer. Ich habe jetzt Stimmen gehört, die sagen, die finden den Duft nicht sehr intensiv. Die nehmen den nicht gut wahr. Also das ist schon ein Wumser. Und einer meiner liebsten Foodie-Düfte und auch generell einer meiner liebsten Düfte. Das waren sie, meine Top 10 Foodie-Düfte aus meiner Sammlung. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch so wie ich ein Foodie-Düftler seid. Ich liebe Foodie-Düfte. Ich mag das auch bei Parfum. Ich trage auch gerne gourmandige Parfums. Ich liebe das. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Seid ihr auch Foodie-Düftler? Wenn ja, was düftet ihr denn so gerne, wenn es in Richtung Foodie geht? Was sind denn eure Top-Foodie-Düfte? Eventuell ist ja was dabei, was ich hier gezeigt habe. Oder ihr fixt mich mit irgendwas anderem an. Ich finde das immer toll, dass man sich da so gegenseitig anfixt. Auch mit Parfum. Jetzt mal ganz ehrlich, dass ich euch anfixe, finde ich toll, denn ihr fixt mich ja genauso an. Also warum soll es euch anders gehen als mir?
Ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich wünsche euch das Beste. Macht es gut und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.